Wie alle französischen Mütter in Deutschland möchte ich, dass meine Kinder so oft wie möglich mit der französischen Kultur in Berührung kommen. Deshalb ging mein 15-jähriger Sohn Benjamin 6 Monate lang mit seinem Cousin Nicolas in dessen französische Schule, ein Collège. Dort hat er viel Neues entdeckt. Am ersten Tag verpassen Nicolas und Benjamin den Bus und kommen 5 Minuten zu spät. Die Eingangstür ist zu, sie kommen nicht rein. Mist, sagt Nicolas, wir müssen auf den Pion warten. Eine verschlossene Schultür? Und das französische Wort Pion heißt doch Spielfigur. Das kennt Benjamin aus seiner Spielesammlung. Na, ein Pion ist doch ein Aufseher, erklärt Nicolas, als sei das die natürlichste Sache der Welt. Ein Aufseher? Das wundert Benjamin aber. In seiner deutschen Schule sind die Aufseher die Lehrer selbst. Nach 5 Minuten geht die Tür auf. Ein Mann um die 20 lässt die Nachzügler in die Schule, schließt die Tür wieder ab und begleitet sie zum Büro von Madame Moyon, der Conseillère Principale d'Education, wörtlich der Haupterziehungsrätin. Ihrem langen Titel nachzuurteilen, ist sie sicher in der Schule sehr wichtig, denkt Benjamin eingeschüchtert. Das ist das Büro der CPE, das ist die Chefin der Pions, erklärt Nicolas schnell. Die CPE ist um die 40 und scheint über ihren Besuch nicht erfreut zu sein. Sie ist für Verspätungen und Schwänzen zuständig, notiert die Namen der Schüler und warnt Nicolas, es sei seine 2. Verspätung innerhalb von 2 Wochen. Nicolas muss sich auf eine Colle, also eine Stunde Nachsitzen, gefasst machen. Dann begleitet der Pion die Schüler, ohne sie aus den Augen zu lassen, in einen Raum, der Permanence heißt, und wartet mit ihnen auf die nächste Unterrichtsstunde. Im Laufe des Tages erspäht Benjamin noch ungefähr 10 weitere Aufseher. Unmöglich für die Schüler, sich auf dem Schulhof zu prügeln, auf den Toiletten herumzuhängen oder in der Kantine Unsinn zu machen. Die Pions sorgen für einen ruhigen, disziplinierten Ablauf. Nicolas und seine Freunde scheint das nicht zu stören. Die Pions sind fast alle Studenten und verhalten sich ein bisschen wie große Brüder oder Schwestern, denen man elterliche Autorität übertragen hat. Sie nerven einen zwar, geben andererseits aber auch Ratschläge und sind gute Zuhörer, wenn man Probleme hat. Nach der Mittagspause noch eine Überraschung. Madame Moyon, die CPE, kommt in Nicolas' Klasse und klatscht in die Hände, bis Ruhe eingekehrt ist. Sie ist also auch Lehrerin, staunt Benjamin. Aber nein, sie kommt nur, um die Klassensprecherwahlen zu organisieren. Meistens ist die CPE jedoch in ihrem Büro, in dem sie Schüler und Eltern empfängt. Jedes Problem, das ein Schüler in der Schule hat, geht sie etwas an. Sie hört zu, berät, entscheidet, ermutigt, bestraft, spricht mit dem Lehrpersonal und wendet sich manchmal an die Sozialarbeiterin, die für ihre Schule zuständig ist. Ihr oberstes Ziel? Den Schülern helfen, sich einzugewöhnen und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Ihr und den Aufsehern ist es zu verdanken, dass sich die Lehrer ganz und gar auf den Unterricht konzentrieren können. Das ist ja wie im Paradies, sagen nun die deutschen Lehrer, die uns zuschauen und beginnen zu träumen. Keine Pausenaufsicht mitten im Winter auf dem kalten, lauten Schulhof. Kein zeitraubender Papierkram mehr. Für Frau Moyon, die Beamtin ist, reicht ihr Team aus 10 Aufsehern, die alle halbtags arbeiten, nicht aus, um sich korrekt um 400 Schüler im Alter von 11 bis 15 zu kümmern. Und wenn sie nach Deutschland oder zu den skandinavischen Ländern hinüberschaut, wundert sie sich über diese französische Manie, die Wissensvermittlung von der Erziehung trennen zu wollen. Benjamin wiederum sagt sich, nachdem er die letzte Kontrolle des Tages überwunden hat, er muss tatsächlich dem Pion am Ausgang seinen Stundenplan zeigen, bevor er gehen darf. Keine Frage, Schüler in Deutschland zu sein, ist viel cooler. Wenn er aber einmal Lehrer werden sollte, dann doch lieber in Frankreich.